mit, ich zeige euch einen Einblick in mein Ehrenamt. Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hallo? Hören Sie, hier ist ein Unfall auf der B77, Ortsausgang Itzehoe. Die Person ist nicht ansprechbar, aber ich kann sie auch nicht befreien. Sie ist eingeklemmt, aber das Auto steht auf 4 Rädern. Bitte kommen Sie schnell. Tschüss. Du sag mal, wo ist Guido eigentlich? Der wollte zu seiner Familie fahren. Und wo wohnt die? In der Nähe von Itzehoe. Ja? Ja. Der ist aber schon eine ganz schöne Weile weg. Ja, komisch eigentlich, ne? Vielleicht kommt er ja mal... Oh, Scheiße. Oh, bleib mal, los. Hä, was ist denn jetzt los? Wo willst du denn hin? Und dann die Trage irgendwie ranholen, Spineboard oder so, oder Schaufeltrage. Die Schaufeltrage das liegt schon nebenan. Ja, genau, okay. Mhm. Cool. Nicht erschrecken, dann kommt mal hier. Können Sie uns näher Angaben machen, was da passiert ist? Leider nicht. Also ich bin vorbeigefahren, habe gesehen, dass das Auto da stand. Es hat sehr doll gequalmt und die Person war nicht ansprechbar. Bin gleich hingelaufen, aber ich konnte halt nichts weiter sehen. Okay, wie lange hat das gedauert? Zeitraum bis von der Entdeckung, bis wir eingetroffen sind? Gefühlt 10 Minuten, kann ich nicht genau sagen, aber so ungefähr. Die kompletten 10 Minuten ist die Person auch schon nicht angesprochen. Genau. Okay, vielen Dank. Halten Sie sich bitte bereit, falls Sie noch weitere Fragen haben. Und wenn es Ihnen nicht gut gehen sollte, dann melden Sie sich bitte. Ja. Nachdem der Gruppenführer den Passanten befragt hat, weist er uns ein und teilt den Einsatzbefehl mit. Technische Rettung durchführen. Wir machen große Seitenöffnung und Dachentfernung. Wassertrupp, Brandschutz sicherstellen. Zweifach zum Angriff fertig. Ich habe die Aufgabe bekommen, den Patienten gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu betreuen. Dies ist eine psychisch belastende Situation für mich und den Patienten. Ich beruhige die Person, erkläre ihr unsere Vorgehensweise und verschaffe mir eine Lage im Innenraum des Fahrzeugs. Der Einsatzbefehl lautet, eine große Seitenöffnung zu schaffen. Dafür entfernen wir alle Türen von der Fahrerseite. Außerdem trennen wir alle Säulen auf der Fahrerseite durch, um anschließend das Dach abzuklappen. Das Dach muss nach dem Abklappen befestigt werden, damit es nicht zurückschiebt. Der Patient wird nun schon auf das Board gezogen, da der Patient eine Wirbelsäulenverletzung haben könnte.
Wöchentlich üben wir in unserer Freizeit diese und ähnliche Szenarien, um täglich auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Immer mit der Prämisse, ehrenamtlich die Gesellschaft vor Gefahren des Alltags zu schützen. Nun wird der Patient für die weitere Versorgung vorbereitet und für den Transport ins Klinikum in den Rettungswagen gebracht. Bevor wir die Einsatzstelle verlassen, gibt der Gruppenführer eine Abschlussmeldung an die Leitstelle. Wir wollen jetzt die Einsatzstelle auf und übergehen, dass wir das nicht schaffen. We yeah.